Eine Leichtsinnigkeit mit schwerwiegenden Folgen erwartet jetzt Polizeikommissar Stefan Novell und Polizeioberkommissarin Nicole Riedel. Egon 1025 von Egon. 1025 hört. Marienstraße, Verunfall mit Personenschaden, ein schwerverletztes Kind, Unfallverursacherin ist vor Ort, RTW rollt, Sonderrechte sind freigegeben. Unfälle mit verletzten Kindern sind auch für die Polizisten eine emotionale Herausforderung. Vor Ort werden die Beamten zudem noch auf einige Ungereimtheiten stoßen. Egon von Egon 1025, wir wären dann jetzt am Einsatzort, kommt später mit der Lage. Ja, Egon hat verstanden. Da das junge Unfallopfer bereits von den Ersthelfern versorgt wird, können die Beamten umgehend mit ihren Ermittlungen beginnen. Guten Tag. Was hier passiert? Hallo, die Polizei. Was ist hier passiert? Ihr kümmert euch. Was passiert? Wie eine Spritztour. Ja, mit dem Auto. Und dann ist sind der Junge Sie einfach Verursacher? Ja, und dann ist der Junge einfach auf die Straße gelaufen, ohne zu gucken, ob da ein Auto kommt. Ja, okay. Ja. Und dann sind Sie hier gegen den Mast gefahren? Ja. Es raucht hier ja ganz schön, ne? Es war ein beschädigtes Auto, das am Qualm war. Ich war kurz am Überlegen, ob wir den noch löschen müssen, ob der jetzt gleich anfängt zu brennen. Aber es hat sich dann halt von alleine erledigt. Schlüssel ist schon. Ist mit dir alles in Ordnung? Wer sind Sie denn? Ich bin die Mutter von Jule. Sie hat mich angerufen, dass ein Unfall verwickelt ist. Ja, so, nochmal bitte. Sind Sie die Mutter? Während die Beamtin mit den beiden Frauen spricht, beruhigt Polizeikommissar Stefan Novell die Mutter des angefahrenen Zwölfjährigen. Polizeioberkommissarin Nicole Riedel erscheint die mutmaßliche Unfallfahrerin allerdings sehr jung. Wie alt ist sie? 16. 16. Mit 16 hat man keinen Führerschein und Sie sind gefahren und haben hier einen Unfall verursacht. Das ist schlecht. Ich gar nicht. Du bist sie ist 16. Sonst immer so korrekt. Ja. Und okay. Ist gefahren. Ja, da haben wir ja schon ein Problem. Ne? Haben wir ein großes Problem. Das Fahren ohne Führerschein ist ein Vergehen-Tatbestand. Das sage ich mal, das wird jetzt nicht so stark bestraft wie ein Verbrechenstatbestand, der normalerweise über 5 Jahre mit der Strafandrohung liegt. Also müssen wir da mal schauen, was dementsprechend die Staatsanwaltschaft daraus macht. Dann. Irgendwas ist hier verkehrt. Das ist nicht meine Jule. Das wird die sonst ist nicht machen. Ist das Ihr Auto denn? Nein. Wem gehört denn das Auto? Das Auto ist von einem Freund von mir. Micha Freund. Okay, und der hat ihnen einfach das Auto gegeben, obwohl der weiß, dass sie 16 sind und keinen Führerschein haben. Ja. Alter, das stimmt ja. Wie heißt denn der Freund? Max. Der ist Max. Und weiter? Okay. Wo ist denn der Max? Ja, das ist ein bisschen komisch vor. Nachdem uns die junge Dame nicht wirklich weitergeholfen hat oder beziehungsweise immer bei ihrer gleichen Geschichte geblieben ist, habe ich mir gedacht, nee, das ist alles merkwürdig hier. Ich gucke mir das Auto jetzt mal genauer an. Zumal ich auch vorher schon gesehen habe, dass der Beifahrersitz vorgeklappt war und so fährt man ja eigentlich nicht Auto. Ja, dann habe ich noch das verunfallte Fahrzeug. Da brauche ich auch mal einen Halter dazu. Das ist Dora Ulrich, Trennung Zeppelin X971. Sie waren alleine unterwegs? Ja, jetzt rücken Sie. Ja, habe ich mit. Und zwar zu diesem Kennzeichen habe ich einen Herrn Wolfgang Gerichter. Der hat dieses Fahrzeug gestern Abend als gestohlen gemeldet. Dieses Fahrzeug ist in der Fahndung. Ja, das haben wir erstmal so mit. Das Fahrzeug ist in der Fahndung? Also das Fahrzeug ist in der Fahndung, das okay. Fahrzeug ist als gestohlen gemeldet. Ich habe hier Drogen. Genau, können wir mal gucken. Ist wohl zugelassen auf einen Wolfgang Richter. Ich frage jetzt mal die junge Dame, ob sie einen Wolfgang Richter kennt. Hören Sie mir mal zu. Kennen Sie einen Wolfgang Richter, einen Herrn Wolfgang Richter? Nee, kennen Sie nicht. Okay. Wie heißt denn jetzt nochmal der junge Mann, der hier mit dem Fahrzeug war? Wem der Fahrzeug gehört. Ja, genau. Max. Also der sagt, er heißt Max. Ja. Kennen Sie da einen Nachnamen? Nee. Wo ist okay, der Max? Kennen Sie nicht. Warten Sie mal ganz kurz. Was sagen Sie denn hierzu? Ach du Heiliger. Was hast du mit Drogen zu tun? Wissen Sie nichts von. Liegt also, aber im nicht Auto. Meine Tochter. Wo kenne ich sie nicht? Die nimmt keine Drogen. Ja, das nützt ja jetzt nichts. Ne? Wir müssen, guck mal. Da läuft irgendwas falsch. Da haben wir ein ganz großes Problem, ne? Was, ich finde das auch alles ein bisschen merkwürdig. Guck mal, hier ist Blut. Sagen Sie mir jetzt bitte noch mal, Sie sind alleine gefahren, ja? Ja. Oh ja, da war das definitiv wohl ein Beifahrer. Sie hatten einen Beifahrer, ja. Hier ist Blut. Das, das kann es nicht sein. Ich bin allein gefahren. Sie haben doch keine Verletzung. Wir sehen doch keine äußerliche Verletzung bei Ihnen. Woher kommt dann jetzt das Blut auf der Beifahrerseite? Das kann ja von Ihnen nicht stammen, ja? Also, das ist alles ein bisschen dubios. Also, jetzt mal Butter bei die Fische, ja? Wir finden hier Drogen. Da ist Blut am Armaturenbrett am Beifahrersitz. Der Sitz war vorgeklappt. Hinten sind Getränkebecher.
Sie wollen mir jetzt wirklich erzählen, Sie waren allein unterwegs? Ja, weiß. Jule, sag überlegen Sie sich das gut. Wahrheit. Sie haben jetzt hier echt ein Riesenproblem. Du machst dich straffällig. Okay, ich wollte das nicht. Ich war mit zwei Klassenkameraden verabredet. Mit wem? Mit Patrick und Jason. Ja, wo Patrick. Sind die jetzt? Ja, Jason hat mich halt abgeholt und dann, der hat den Jungen selber nicht gesehen. Und dann hat er den halt angefahren. Ja. Lassen Sie mal, können wir das bitte machen? Das wäre super, ja? Die sind halt beide Richtung Park gerannt. Nachdem uns die junge Dame gesagt hat, dass die halt Richtung Park gelaufen sind, haben mein Kollege und ich uns dazu entschlossen, da mal hinterher zu gehen, in der Hoffnung, dass wir die beiden noch antreffen und dann ein bisschen mehr herausbekommen. Warum die 16-Jährige für ihre Freunde gelogen hat, ist noch unklar. Für die Beamten zählt zunächst die Festsetzung der Unfallflüchtigen. Hallo, bleiben Sie mal stehen. Hallo, die Polizei, bleiben Sie mal stehen. Legen Sie die Stange weg. Legen Sie die Metallstange weg. Die Metallstange weg, habe ich gesagt. Sofort runter mit der Stange. Nicole Riedel droht Reizgas einzusetzen, um den Angriff abzuwehren. Der junge Mann ist extrem aggressiv. Bleiben Sie jetzt hier. So, ich habe den fixiert. Wir hatten jetzt hier eine Bedrohungslage. Der junge Mann hat uns mit dieser Eisenstange bedroht. In solchen Situationen muss man schnell handeln. Man muss binnen Sekunden entscheiden, was mache ich jetzt. Ich habe mich fürs RSG entschieden. Man soll eigentlich das mildeste Mittel nutzen. Und er hat dann halt, wie gesagt, von der Stange auch gelassen. So. Du hast hier alles im Griff? Ja, ja. Gut. So, warum wollten Sie abhauen? Hallo, die Polizei. Was passiert? Was sollte das mit dem Rohr? Ja, sie haben sich nur gestoßen. Was soll ich denn denken, wenn warum sind Sie sich denn gestoßen? 4, 2. Ja, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Wer sind Sie denn? Patrick. Patrick, okay. Geht's überhaupt nicht sein? Wissen Sie was von einem Unfall? Nee, keine Ahnung. Nee, okay. Sie können sich im Moment an nichts erinnern? Nee, ich habe auch echt extrem. Okay. Können Sie aufstehen? Ja, ich denk mal. Also wir haben hier vorne einen Notarztwagen, da gehen wir jetzt mal zusammen hin, ja? Da gucken wir mal. Der zweite junge Mann, der die Platzwunde am Kopf hatte, konnte mir nur wenig Angaben zum Unfallhergang machen. Das könnte sein, dass er eine Gehirnerschütterung hat. Da müssen sich dann dementsprechend die Ärzte drum kümmern. Das kann ich persönlich nicht entscheiden. Deswegen war es für mich eigentlich wichtig, dass ich den erstmal zum RTW bringe und die Sanitäter sich um den jungen Mann kümmern. Alle weiteren Maßnahmen, die kann man immer noch im Krankenhaus treffen. Macht er den Eindruck, dass er abhauen würde? Nee, glaube ich nicht. Dann komm mal bitte auf die Seite hier. In seinem Zustand sowieso weniger. Gut. Aber der macht hier ein paar Spirenzchen. Dann habe ich den mal hier. Die Beamten vermuten, dass der Verletzte auf dem Beifahrersitz des Unfallwagens saß. Folglich handelt es sich bei seinem aggressiven Freund um den Fahrer. Doch der streitet alles ab. So, und warum rennen Sie hier mit einem verletzten Kumpel im Park rum? Mein Gott, wir haben ein bisschen Fußball gespielt. Der ist ihm auf die Schnauze gefallen. Wir haben halt dann eben Panik gekriegt. Aha, Panik, so, nur weil da zwei Beamte kommen. Ja, richtig. Aha. Wer weiß, was die Nachbarn schon wieder behauptet haben. Ach, die Nachbarn, okay. Auch bei Tatverdächtigen geht die Erstversorgung vor. Polizeikommissar Stefan Novell bringt den Verletzten deshalb zu den Sanitätern. Seine Kollegin konfrontiert derweil den mutmaßlichen Unfallfahrer mit der jungen Frau. Kennen Sie den jungen Mann hier? Wer ist das? Warum wer ist das? Jason, okay, den anderen kennen Sie auch, ja? Ja, Jason ist gefahren. Ich hab dir doch gesagt, du klärst das hier auf und entlastest meine Tochter. Ich habe dann gefragt, ob das die zwei Männer waren, die mit im Auto saßen. Und dann hat sie halt angefangen zu erzählen, dass der Jason, den wir da festgesetzt haben, dass der Fahrer war. Und dass sie das alles nicht wollte, dass sie halt in der Schule so ein bisschen gemobbt wird und die beiden Jungs sie dazu irgendwie mehr oder weniger gezwungen haben. Und man hat halt einfach gemerkt, das Mädel hat das mit Sicherheit nicht freiwillig gemacht. Hast du so schon was rausgefunden, ihn mal befragt? Oder er sonst ist gefahren. Er sagt zwar nichts, aber sie sagt's ja. Ja, okay. Die kennen sich, die zwei. Ja. Bei der Durchsuchung des Mannes findet der Polizeikommissar den Autoschlüssel des Unfallwagens sowie Betäubungsmittel. Parallel dazu erfährt Stefan Novell von den Ersthelfern, dass der Beifahrer im Krankenhaus untersucht werden soll. Dankeschön. So, zu Ihnen jetzt noch mal. Was ist jetzt hier? Schlüssel, Tüte? Ne? Ich gehe mal dann davon aus, das gehört Ihnen. Ich sag erstmal gar nichts dazu. Der junge Mann hat hier Straftaten begangen. Der wollte unter anderem mit der Eisenstange auf uns als Polizeibeamte losgehen. Das ist eine versuchte gefährliche Körperverletzung.
Und zum anderen führt er logischerweise die Drogen bei sich. Da haben wir schon mal 2 Straftatbestände. Und dass er hier den kleinen Jungen angefahren hat, das ist natürlich auch nicht außer Acht zu lassen. Also auf den jungen Mann wird schon Erhebliches zukommen, was das alles betrifft. Also das wird hier kein Kinderspiel, ja? Dann ist das so. Ja gut, dann ist das so. Auf den Unfallfahrer und seinen Freund kommt eine Haftstrafe zu. Die junge Frau wird für ihre Falschaussage verwarnt. Das heißt, ich kann sie jetzt mit nach Hause nehmen? Erstmal ja. Die junge Dame hat ja erstmal die Schuld auf sich genommen. Wir können nur jedem raten, das Tun nicht zu vermeiden. Lieber direkt die Wahrheit sagen. In ihrem Fall hätte sie sich, wenn sie gemobbt wird, vielleicht auch irgendjemand anvertrauen können. Es bringt einfach nichts, die Schuld auf sich zu nehmen. Es ist sowieso eigentlich immer die Wahrheit raus. Und bevor es dann kompliziert wird, lieber direkt sagen, hier, es war so und so, als darum zu lügen. Das macht einfach keinen Sinn. Wir werden jetzt den mal mitnehmen auf die Dienststelle. Auf der Dienststelle werden wir dementsprechend eine Strafanzeige fertigen. Müssen wir mal schauen, ob der bei uns schon im polizeilichen System einliegt. Wenn nicht, werden wir den wohl noch ED behandeln. Und ansonsten mal gucken, was der Ermittlungsdienst oder der zuständige Kriminaldienst dazu sagt. Die werden mit Sicherheit auch noch mit ihm reden wollen. Sein Freund und Beifahrer erholt sich schnell von der Gehirnerschütterung. Auch das 12-jährige Unfallopfer ist wieder wohlauf. Es hatte nur oberflächliche Verletzungen erlitten.